Dann gehen wir auf die Suche nach dem Endportal. Komm mit! Ja, ich will das jetzt halt nicht machen. Ja, aber warum lässt du mich jetzt alleine? Das verstehe ich nicht. Oh mein Gott. Ich habe das erste Mal den Wassertrick geschafft. Hat überhaupt nicht geklappt. Ah! Ah! Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Loser. Und Danny ist heute mit dabei. Claudio leider noch nicht. Er meinte, er kann noch nicht. Alles cool. Wir machen erstmal zu zweit weiter. Wir haben ja jetzt eigentlich genügend Enderperlen, um das Endportal zu finden dann, ja? Ich bin gespannt. Ja, ich bin da. Leute, bevor wir jetzt aber gleich auf die Suche nach dem Endportal gehen, würde ich ganz gerne zumindest einen Dreizack bekommen und es verzaubern, vielleicht mit Sog, weil dann kann ich mich zumindest mit, wo Wasser ist, immer schön so ein bisschen, und am besten auch einen Dreizack für dich, Danja. Das heißt, komm mal aufs Meer, wir treffen uns mal am Meer vorne beim Ufer. Ja. Und dass wir da zumindest, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass wir, also die liegt glaube ich bei 8,5%, dass wir einen Ertrunkenen mit Dreizack finden. Mit Dreizack finden, genau. Ach, keine Sorge, ich habe da immer Glück eigentlich. Ja, let's go. Lass mal hier in diese Richtung. Ich habe das Gefühl, da könnte ein bisschen was sein. Ja, ich hoffe, ich habe auch Glück. Geh mal zu meiner alten Basis. Warte, ich mache das hier mal frei. Oh, warum ist das überhaupt zu? Achso, das haben wir mal zugemacht, ne? Ich glaube, das haben wir mal zugebaut irgendwann. Ja. Ja, Daniel, wir werden heute auf die Suche gehen nach dem Endportal. Freust du dich? Ich dachte, wir suchen einen Dreizack. Ja, erstmal einen Dreizack, aber dann danach auch noch ein Endportal. Also den Dreizack brauche ich eigentlich nur, um halt schnell voranzukommen. Aber müssen wir da nicht auf Claudio warten? Ja, aber sollen wir jetzt... ich habe ihm geschrieben, er meinte, er weiß noch nicht, wann er wieder kommt. Dementsprechend, also ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit warten. Wir müssen ja auch vorankommen dann, ja? Aber ich sehe hier auch überhaupt keine Ertrunkenen. Wo sind die denn alle? Sonst sind doch immer so viele da. Ja, oder? Es greift uns hier noch keiner an. Doch, da ist ein Skelett, aber das ist dann am Rand. Ja, aber im Wasser. Wir brauchen im Wasser ein paar Ertrunkene, weil ich brauche den Dreizack. Ich höre auch noch gar nichts von denen. Ich auch nicht. Kein Glucker. Lass uns mal zum zur XP-Farm. Vielleicht kommt da auf der Insel mal was, was wir... Sonst habe ich immer das Gefühl, egal wann wir nachts unterwegs sind, wir finden immer Ertrunkene mit Dreizack. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, also... Aber gut, wir haben halt lange nicht mehr geschlafen auch. Lange nicht mehr im Dunkeln was gemacht. Ja, stimmt. Da haben wir uns immer hingelegt. Ist noch hinter mir dann, ja? Ja. Ich gucke die ganze Zeit ins Wasser, aber ich sehe nichts. Gut wäre halt, wenn wir irgendwie so einen Unterwassertempel haben, aber den haben wir hier nicht. Nee, hallo. Das Einzige, was wir, glaube ich, mal gefunden hatten, war dieses Schiff. Ja, aber das ist ja weiter weg. Ja. Was macht ein Boot hier bitte? Vielleicht ist der Creeper damit darüber gefahren. Kann sogar sein. Dann, ich glaube, das ist dein Pferd, was ich mal freigelassen habe. Kann das sein? Du bist so lang. Ach so, du bist. Nein, ich bin hinter dir. Oh, warte, ich habe was gehört. Echt? Ja, ja. Ich auch. Glucker. Aber da, hier. Aber hat der einen Dreizack? Wahrscheinlich nicht. Nee, der hat keinen Dreizack. Nee, sieht nicht so aus, der hat keinen Dreizack. Aber ich glaube, es kann auch nur ein Ertrunkener mit Dreizack. Und da ist auch noch ein Enderman, falls wir noch irgendwas brauchen. Ja, erstmal nicht. Der hat auch so einen Grasblock in der Hand. Der hat gar nichts in der Hand bei mir. Lass mal zu der Insel da. Also, wo die Fackeln drauf sind zumindest. Haben wir da die Möglichkeit, mal einen Ertrunkenen zu finden? Mann, was ist denn los? Und gleich ist die Nacht vorbei. Da muss ich ohne Dreizack suchen. Das ist blöd. Was bringt denn der Dreizack? Also, wenn ich den verzaubere, und wir sind ja, ich bin bei Level 30 wieder, dann müsste ich Sog drauf verzaubern können. Und damit kannst du dich sozusagen im Wasser oder mit Wasser, kannst du dich dann so, also so nach vorne stoßen. Aber schon heftig. Ja. Vielleicht hast du das schon mal in einem Video oder so gesehen. Ich habe das letzte Zeit gesehen. Ich habe jemanden gefragt, wie das geht. Und der meinte, ja, du musst einfach nur verzaubern. Und halt natürlich, okay, hier sind ein paar Ertrunkene, aber... Ja, da kommen noch mehr von da hinten, aber... Die haben halt alle keinen Dreizack. Also hier unter Wasser finde ich jetzt schon ein paar. Ich weiß gar nicht so blöd. Haben wir nicht dieses Teil, mit dem man unter Wasser atmen kann? Ja, stimmt. Dieser Trank, ne? Ja. Aber braucht man eigentlich nicht dann ja. Ich dachte, vielleicht kann man dann ein bisschen... Unter Wasser möchte ich jetzt auch nicht so krass kämpfen. Weil der Dreizack ist auch schon ziemlich stark, ne? Also wenn der uns trifft. Ja, sieht irgendwie schlecht aus. Ja, voll schlecht, Mann. Ich dachte, komm, hier kommen bestimmt ein paar heute. Es kommen ja auch ein paar, aber alle ohne... Ja. Aber alle ohne Dreizack. Es wäre halt gut, wenn wir da irgendwo einen Tempel oder so finden würden.
Warte mal, ich fahre mal ein bisschen aufs offene Meer dann, ja. Weil normalerweise, wenn wir nah sind bei so welchen Ertrunkenen, und das Problem ist, dass auch wenn wir einen finden, dass dieser einen fallen lässt, da ist die Wahrscheinlichkeit auch irgendwie bei 8% oder irgendwie sowas. Ach so, das, man kriegt ihn dann gar nicht garantiert, nein, wenn der einen hat. Nicht immer. Also nicht automatisch. Da muss man auch schon wieder Glück haben. Oh, ey. Ja. Das finde ich auch etwas doof. Weil mit so einem Dreizack, ja, wäre das schon besser. Aber vielleicht muss ich die Aufgabe später, wenn er wieder zurück ist, Claudio geben, dass er mal einen Dreizack für uns findet. Weil hier ist einfach kein Ertrunkener gerade dann, ja. Wirklich nicht genug. Aber gibt's denn da irgendwie, was Ertrunkene so anzieht? Ich glaube, Danja hört mich nicht. Mein Discord ist gerade abgestürzt. Also außer so Festungen? Danja, ich glaube, Ertrunkene können wir auch tagsüber finden. Ja. Also ich glaube, dafür brauchen wir jetzt nicht nur nachts suchen. Aber ich finde, die Suche dauert jetzt schon ziemlich lange. Dann ja, komm mal zurück zur Base. Ich wäre dafür, dass wir erstmal jetzt so weitermachen. Vielleicht finden wir. Was heißt das? Vielleicht finde ich ja so auch irgendwo einen Ertrunkenen dementsprechend. Ich werde jetzt die Enderaugen holen und dann gehen wir auf die Suche nach dem Endportal. Komm mit! Was und dann? Ja, was machen wir dann? Ja, wir suchen das Endportal und dann wollen wir zum Enderdrachen. Und dann können wir endlich Minecraft Loser 2 besiegen oder auch beenden in dem Fall. Aber ich bin dafür, dass wir noch auf Claudio warten. Ja, aber Daniel, das dauert zu lange. Claudio hat sich auch nicht wirklich gemeldet, sorry. Also er hat sich schon gemeldet, ja, aber so, ich habe eigentlich fast alles, was ich brauche. Wo habe ich denn die Enderaugen hingepackt? Hallo? Ah, da, okay. So, ich nehme mir noch ein bisschen Steine mit. Nimm dir Steine und Essen mit dann, ja? Ja, ich kämpfe gerade gegen Ertrunkene. Okay, sehr gut. Haben die einen Dreizack? Nee. Ja, okay, dann. Aber es gewittert halt, da kommen ja noch mal welche. Vielleicht wirst du es ja noch mal probieren können. Man kann ja, man muss ja nicht immer alles gleich aufgeben, oder? Guck mal, man kann doch auch Sachen auch einfach mal weiterführen und nicht aufgeben. Ja, können wir ja auch, aber ich finde jetzt nach Ertrunkenen zu suchen. Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ah, da ist einer, perfekt. Ich habe einen mit Dreizack. Siehst du? Okay, warte, dafür nehme ich aber erstmal mein Boot. Siehst du, ich sag's ja, man sollte vielleicht manchmal Sachen einfach nicht wegschmeißen. Ja, aber die Chance, dass dass der einen Dreizack fallen lässt, ist halt auch sehr gering, ne? Ja, das kann natürlich sein, aber manchmal, da sollte man Sachen ja nicht einfach aufgeben, richtig? Wenn man da viel Arbeit und Zeit reingesteckt hat. Oh, oh, er hat mich gleich. Okay, ich komme. Tün, 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 tün. Aua. Habe ich einen Fisch umgefahren hier. Oh, hier ist noch einer mit einem. Keine Ahnung, was der in der Hand hat, dann ja. Genau. Ein Bogen. Nee, keine Ahnung, was das ist. Hallo. Eine Harpune ist das, glaube ich. Okay, hast du einen Dreizack aufgesammelt? Da liegt er, der liegt da, der liegt da. Wo? Es liegen doch ganz viele Dreizacker. Ja, aber die kannst du nicht abbauen, dann ja. Ach so. Oh. Hm. Ärgerlich. Ich habe keinen. Oder hast du einen in deinem Inventar? Guck mal in deinem Inventar, ob du einen hast. Nein, habe ich nicht. Weil ich habe irgendwas klingeln hören. Ja, ja, aber also das irgendwas ist. Hat oder ist das, guck mal hier, dieser Dreizack, der ist so. Ja, buddel den mal aus, ja. Sieht anders aus als die anderen. Ich weiß nicht, ob das eigentlich. Aber eigentlich nicht, kann nicht sein. Nee, jetzt ist er weggegangen. Du hast ihn noch. Ja, guck, jetzt sind alle. Ja, die verschwinden alle. Nein, ich glaube nicht, dann ja. Mann, blöd! Ja, der Typ hat die Harpune auch nicht fallen lassen. Okay, dann ja, wollen wir trotzdem jetzt auf die Suche nach dem Endportal gehen? Nee. Wie, nein? Was meinst du? Jetzt. Was hast ich du denn vor? Ich muss noch was anderes machen in der Zwischenzeit. Stopp. Dann ja. Wir wollen jetzt das Endportal suchen, damit wir. Nein, das willst du machen. Ja, will ich das auch machen. Aber wieso willst du das nicht? Willst. Ja, ich will das jetzt halt nicht machen. Tschüss. Okay, ja, aber erzähl mir doch, wieso? Hast du, was ist das Problem? Hm? Geht es jetzt nur darum, dass wir auf Claudio warten oder ist es ein anderes Problem? Ja, ich will, dass wir auf Claudio warten. Okay, gehen wir jetzt davon aus, dass Claudio da ist. Würdest du dann mitkommen? Vielleicht. Was heißt vielleicht? Vielleicht auch nicht. Daniel, was heißt vielleicht? Kannst du mir das mal kurz erklären? Ich will nicht. Dann ja. Ich will da nicht hin. Bitte, ja, lass uns doch einmal nicht. Kurz. Können wir nicht einmal kurz sprechen, bitte? Ja, aber ich will da jetzt nicht hin. Aber wieso nicht? Sag doch einfach wieso. Ja, warum sollen wir denn da jetzt hin? Ja, damit wir halt weiterkommen, damit wir das Endportal finden. Das bringt uns doch aber gar nichts. Doch. Ja, und was? Daniel, jetzt erzähl doch. Guck mal, du kannst ehrlich zu mir sein. Was ist die Sache? Warum willst du jetzt nicht mitkommen? Hast du Angst, dass du stirbst? Nein, mach dir keine Sorgen. Du kannst einfach losgehen, wenn du möchtest. Ich halte dich nicht auf.
Ja, aber warum lässt du mich jetzt alleine? Das verstehe ich nicht. Ich will dich ja überhaupt nicht alleine lassen. Ja, sondern, was ist das andere? Was ist denn das Problem? Aber ich will dir vielleicht auch nicht unbedingt helfen. Okay, wieso, wenn ich fragen darf? Also ich frage jetzt, ich bin nicht sauer, ich möchte einfach nur fragen, wieso. Weil ich nicht will. Okay, und warum willst du nicht? Also, mir passt das halt nicht. Okay, sag doch, aber wieso, Danja? Du kannst offen mit mir sein, sei doch ehrlich. Die Community wird es auch wissen. Warum willst du jetzt nicht auf die Suche nach dem Endportal gehen? Naja, du hast ja gerade was gesagt vorher. Ja, dass wir zum Enderdrachen wollen und ihn besiegen wollen. Das hat mir nicht so richtig gepasst. Okay, wieso nicht? Weil das ja irgendwie bedeuten würde, dass dann Minecraft-Loser zu Ende ist. Ach so, ich verstehe. Du möchtest nicht, dass Minecraft Loser 2 vorbei ist. Das Projekt meinst du? Ja. Ach so, okay. Ich verstehe. Und ich habe sehr viel Arbeit in dieses Dorf. Ja, ich verstehe. Gebe ich dir recht. Sehr viel Arbeit in die Videos gesteckt. Ich gebe dir recht, Danja. Aber wenn ein Projekt zu Ende ist, beginnt ja das nächste Projekt. Und wir können, wenn du möchtest, ich mache dir jetzt einen Deal, auf diesem Server dann auch bleiben und das neue Projekt auf diesem Server starten. Oh, ich habe einen Enderman gehört. Ja, aber mir macht halt Loser so auch irgendwie Spaß, weil ich bin. Ja, wir können das auch weitermachen. Aber willst du mich jetzt wirklich alleine lassen? Ich will dich nicht alleine lassen. Aber du willst mich auch nicht begleiten. Du hast genau mein Problem erfasst. Okay, Danja, das ist in Ordnung. Guck mal, damit kann ich leben. Guck mal, du bist ehrlich. Viele möchten nicht, dass das Projekt zu Ende ist. Du lässt mich jetzt gerade in Anführungszeichen alleine, was ich aber in Ordnung finde. Dann machen wir das jetzt so. Ich werde jetzt alleine erstmal nach dem Endportal suchen. Du kannst ja gerne, guck mal, du wolltest ja eigentlich auch Stall ausbauen für Pferd und auch für... Ja, ich habe mir halt echt viele Sachen noch so überlegt, die ich noch machen will. Ich würde halt gerne, dass Claudio aus seinem Haus mal was Hübsches macht. Ja, aber Claudio ist gerade nicht da. Und warum? Also, er ist auch krank, ja, klar, ne? Ja, aber keine Ahnung. Der hat sich jetzt auch länger nicht gemeldet, warum er jetzt bei Minecraft Loser nicht dabei ist. Also, wir hätten halt auf jeden Fall schon noch sehr viel, was wir halt noch besser machen könnten. Wir haben irgendwie noch nicht alles. Wir haben fast noch gar nichts uns irgendwie angeguckt oder so. Und ich finde halt. Danja, das ist, guck mal, das ist vollkommen in Ordnung. Das können wir ja machen, wenn wir dann Minecraft Loser 2 sozusagen, wenn wir den Server sozusagen durchhaben. Also mit dem Enderdrachen. Dann können wir all diese Projekte... Und du kannst ja jetzt auch parallel weitermachen. Dann machen wir jetzt so. Ich werde jetzt nach dem... Okay, wir müssen in die Richtung. Okay, ich werde jetzt... Nach dem... ich werde jetzt zum Portal gehen dann, ja? Ich werde jetzt das Portal suchen, okay? Aber ich verstehe das. Bleib du hier, mach du dein Projekt erstmal weiter. Und dann gucken wir erstmal weiter, Leute, okay? Also ja, Danja lässt mich vielleicht alleine gerade, aber nicht komplett, sondern einfach nur, damit wir hier weiter, damit das Projekt nicht komplett zu Ende ist. Aber Leute, ich habe schon gesagt, das Projekt wird vielleicht zum Ende kommen, aber nicht beendet werden. Na, also wir bleiben dann bei Minecraft Loser 2 und vielleicht starten wir das PvP-Projekt dann hier, Danja. Wer weiß. Nee, dann macht irgendjemand mein Kirschhaus kaputt. Wer? Ja, wenn das ein PvP ist. Ach so, nein, wir machen das dann, nein, das wäre dann die neutrale Zone sozusagen. Ach so. Das wäre dann die neutrale Zone. Also ich möchte auch nicht, dass hier irgendwas von dem kaputt gemacht wird, was wir haben. Dann starten wir halt, wir bleiben auf dem Server, aber machen halt komplett neu. Aber es ist dann, Minecraft Loser was anderes. Minecraft Loser bleibt immer Minecraft Loser. Okay, also was ich jetzt mache, ist, ich gehe ein bisschen, bisschen was farmen. Ich hole jetzt ein bisschen Eisen, weil wir haben nämlich keins mehr. Mach das. Wie gesagt, du kannst auch gerne den Stall machen. Du wolltest doch eigentlich den Stall machen. Oh, der Enderman steht am Eingang. Ja, ich habe den eben auch schon gehört, paar Mal. Der steht am Eingang zu unserer Mine. Soll ich den angreifen? Ja, hast du ein Schild? Wir können auch schlafen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob der dann davon weggeht. Hast du ein Bett dabei? Ja, ich habe ein Bett dabei. Ja, dann lass uns das mal probieren, weil ich will ihn jetzt auch nicht angreifen. Der tut mir ein bisschen leid, wie er da steht mit seinem... Mit seinem kleinen Stückchen Erde. Okay, ich schlafe auch. Ich schlafe auch. Er ist immer noch da, natürlich. Aber kann ich auch einfach an dem vorbeilatschen? Oh. Okay, wir müssen in diese... Richtung. Ich weiß nicht, ob du an dem vorbeilatschen kannst. Dem geht's gar nicht gut. Ja, dann bitte was essen. Nee, dem. Ach so, dem geht's gar nicht gut. Wieso? Ja, irgendwie geht's ihm wirklich nicht so gut. Ja, aber wieso? Ja, der hat komische Geräusche gemacht.
Ja, das kann sein. Jetzt hat er sich wegteleportiert und ist da oben. So. Okay, also ich bin jetzt erstmal auf dem Wasser dann, ja? Mhm. Und also das Enderauge hat mich jetzt hier hingeschickt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil hier so viel Wasser ist. Wenn jetzt hier drunter irgendwo das Portal ist, das wäre echt ein Problem. Echt, ja? Ach so, guck mal, da ist auch das... das gesunkene Schiff. Aber ich glaube, da war ich schon. Können sich Endermans in Häuser rein teleportieren? Können sie auch, glaube ich, ja. Echt? Ich glaube schon, ja. Aber ob sie das jetzt machen, weiß ich gar nicht dann, ja. Ich glaube nicht. Oh Gott, ist das jetzt gerade creepy. Oh Gott, okay, jetzt steht er da drüben. Oh, oh. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das war sehr, sehr dumm gerade von mir. Ich hätte das vorher sehen müssen. Was hast du denn gemacht? Ich bin in ein Schiff reingegangen, aber habe mich nicht um den Ausgang gekümmert. Dann sammelt er das hier nicht alles auf einmal. Okay, ich habe ein bisschen was gefunden. Ich guck mal, ob unten gleich noch was ist. Die Ertrunkene sind jetzt hier nicht. Ach, suchst du immer noch nach Ertrunkenen? Oh, ich habe diese... Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, 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 ich bin auf... Also, ich bin auf dem Meer halt, wenn ich da was finde. Ach so. Dann würde ich das halt mitnehmen, ne? Aber alles gut. Wie tief kann ich denn... Also, wie tief ist denn Eisen? Eigentlich müsste das schon bei uns zu sehen sein dann, ja? In der Höhle, wenn dann. Aber wir haben halt auch schon viel abgebaut, ne? Mhm. Muss ich halt sagen. Wir brauchen halt definitiv mehr, aber wir haben nichts mehr. Ich habe ein bisschen was eingesammelt, 13 Stück, aber ist jetzt auch nicht, reicht ja auch nicht aus. Wir brauchen Diamanten so langsam, ne? Also. Ja. Wir brauchen mehr Diamanten. Wir brauchen irgendwie gefühlt diese ganzen Basic-Sachen auch. Welche? Ja, Kohle, Holz, also wohl Holz haben wir eigentlich noch ganz gut viel. Ich weiß schon so, dass wir auf jeden Fall ein bisschen wieder was brauchen könnten. Okay, ich habe ein kleines Problem, Leute. Was ist denn dein Problem? Also ich bin komplett auf dem Wasser und ich muss eigentlich. Ich möchte die Enderperle auch nicht verlieren, aber werde ich wahrscheinlich jetzt gleich. Wir brauchen safe mindestens 13, 14 Stück, bestimmt 12, 13 brauchen wir auf jeden Fall. Bisschen Angst, dass ich halt zu tief gegangen bin für Eisen. Eigentlich nicht. Das findest du auch noch dahin. Da oben ist ein bisschen was. Mal gucken, wie ich da hinkomme überhaupt. Wahrscheinlich durch diesen Fluss hier. In diese Richtung. Okay, let's go. Das war hier so, ne? So. Ja. Müssen in diese Richtung dann, ja. Super. Ja, aber es ist überall nur Wasser da. Das ist so schlimm. Ich muss halt mal Land jetzt sehen. Weil sonst habe ich ein echtes Problem. Ach, das ist kein Eisen. Ich glaube, das ist Gold. Das ist ja jetzt ärgerlich. Hier ist ja noch mehr Gold. Und ich habe keine Eisenspitzhacke dabei, weil ich wollte ja nur Eisen suchen. Ja, das ist ja jetzt wirklich ja so ärgerlich dann. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das verstehe ich. Okay, wir kommen langsam auf eine Landfläche. Das ist gut. Würde ich jetzt auch mal in diese Richtung erstmal gehen. Aber ich glaube, ich bin ziemlich weit weg vom... Ja, auf jeden Fall. Ich bin ziemlich weit weg von der Base, aber nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. So, let's go. Dann ja, wir kommen langsam zum Ende und du brauchst keine Angst haben, das Projekt wird nicht damit enden. Aber wir wollen Minecraft Loser 2 natürlich auch mit dem Hauptziel irgendwie erfüllen. Und das Hauptziel von Minecraft Loser 2 ist auch einfach, es durchzuspielen. Ja, verstehe ich auch alles. Und ich glaube, wenn wir das erste Mal geschafft haben, ich glaube, dann fällt es uns auch ein bisschen einfacher. Weil ich habe ein bisschen zu sehr, glaube ich, Respekt davor, das Endportal zu finden, aber so schwer ist das eigentlich nicht. Okay, wo war es jetzt? Ich glaube, es war in diese Richtung, ne? Ja, hier ist es. Wir müssen in diese Richtung dann, ja. Und sobald das Enderauge nach unten zeigt,
heißt es, ich bin da drüber. Es könnte vielleicht hier sein. Sieht ein bisschen danach aus, dass vielleicht hier drunter irgendwas ist. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen freie Fläche haben. Weiter in diese Richtung. Wir müssen weiter in diese Richtung dann, ja. Aber wie geht das denn dann weiter? Dann findest du den Enderdrachen? Nein, wir finden das Endportal. Da sehen wir dann, wie viele Enderaugen wir noch brauchen. Also wie viele Enderperlen wir noch holen müssen. Dann machen wir das voll. Und dann können wir durch das Portal durch zum Enderdrachen. Und dafür müssen wir natürlich ein bisschen vorbereitet sein. Dafür brauchen wir guten Bogen auf jeden Fall. Ein paar davon. Gute Ausrüstung, gutes Schwert und dann, weil dann würde ich es auch nicht beenden, weil dann haben wir noch die End-Cities und so und da kann man zum Beispiel halt dann noch viele coole Sachen bekommen. Das ist dann quasi das New Game Plus? So in der Art, ja, genau. Ist das vielleicht hier in diesem Berg drin? Ich weiß nicht. Oh, ich bin schon drüber, siehst du dann ja? Wie, du bist schon drüber? Ich bin schon drüber gelaufen. Gefunden? Das heißt, es ist gar nicht so weit weg von... Ich bin jetzt ein paar Meter gelaufen und ich scheine schon okay. Ich scheine gar nicht so weit weg davon zu sein. Halt so viele Bäume, dann verschwindet das Enderauge eigentlich auch nicht. Weiß ich nicht. Bisschen erstaunt. Geh weg! Verschwinde doch jetzt, Alter! Hau ab, Mann! Was ist? Oh Gott. Creeper. Warum hast du denn Angst vor dem Creeper? Kannst du mit dem Schild dich einfach schützen? Ich habe aber kein Schild, weil wir haben ja kein Eisen mehr, weswegen ich ja hier bin, um Eisen zu finden. Hast du gar kein Schild? Wirklich nicht? Gar kein Schild. Da drüben ist Eisen, direkt neben der Lava. Hervorragend. Perfekt. Okay, Daniel, ich glaube... Ja, ich bin über dem Portal gerade. Okay, das heißt... Okay, das ist krass. Wie soll ich mich jetzt aber hier runterbauen, frage ich mich. Frage mich auch gerade, weil das Eisen, was ich gerade abbaue, fällt alles runter. Ich habe das erste Mal den Wassertrick geschafft. Was ist denn der Wassertrick? Dass, wenn man sich nach unten fallen lässt. Ja. Und dann einen Wassereimer mit hat. Aha. Dass man dann sich safe sozusagen. Ja, genau, dass man sich unter einem dann Wasser, ich glaube, so krass ist das nicht, aber ich habe es geschafft. Ich muss jetzt erstmal einen Screenshot machen von der Koordinate. Wie komme ich denn jetzt da runter, Mann? Ich habe gerade ein bisschen Eisen gefunden und auch abgebaut, aber jetzt muss ich irgendwie hier runterkommen. Ohne zu sterben. Ach Mann, da ist doch überall Lava. Ah, da ist Wasser. Aber würde ich da auch drin landen, wenn ich jetzt hier... Ja, ich glaube, wenn ich hier springe, lande ich im Wasser. Guck mal, ich habe Eisen gefunden dann, ja. Ich weiß, sehr mir gut. Hilft das jetzt gar nicht. Oh! Oh! Mann, lass mich doch in Ruhe, ey. Also es hilft mir, aber nicht, wenn du stirbst halt. So, ich habe auch ein bisschen Eisen gefunden. Nicht viel, aber ein bisschen. Vier Eisen habe ich gefunden. Von meiner großen Suche nach Eisen. Ach je. Ich glaube, ich darf einfach nicht so tief gehen. Ich glaube, ich darf gar nicht großartig in die Höhle. Weil die einfach zu tief ist. Ich hab was euch so bekommen. Eisenerz. Ich war doch gerade drüber. Ich check's gerade nicht. Aber warum brauchen wir denn noch mehr Enderperlen? Weil wir mit den Enderperlen Enderaugen machen. Ja, aber warum brauchen wir davon denn dann noch mehr?
wenn wir ja schon das Portal gefunden haben, weil die sind doch eigentlich, um das Portal zu finden, oder nicht? Genau, aber ich habe dir ja gerade erklärt, dass das Portal eine gewisse Anzahl an Enderaugen immer braucht. Ach so. Damit wir es aktivieren können. Okay. You get it? Ja, Entschuldigung. Da ja, alles gut, alles gut. Den obligatorischen 80%-Part habe ich rausgefiltert. Okay, wir scheinen hier über dem... Ich glaube, es muss eigentlich hier irgendwo sein, aber ich traue mich ehrlicherweise hier jetzt nicht runter. Aber ich könnte den Trick anwenden. Soll ich den Trick anwenden? Wend mal den Trick an. Oh, ich glaube, ich habe Eisen gefunden. Yay. Ja, das war stark. Das war sehr, sehr stark. Hat überhaupt nicht geklappt. Ah! Oh. Oh mein Gott. Aber Kahn, warum hast du denn Angst vor einem Creeper? Kannst du ich hatte keine Angst vor einem Creeper. Ich wollte mich gerade schützen, aber dass der Creeper genau natürlich bei mir gerade da ist, ist wieder es ist wieder typisch. Okay, ist nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm, weil ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben, aber ich muss jetzt schnell dahin, um meine Sachen zu bekommen. Ziemlich schnell jetzt dahin einmal. Ich nehme das jetzt mal hier alles kurz mit. Das ist jetzt nicht das Beste, aber das lasse ich jetzt erstmal. Ich hatte mir die Koordinate auch aufgeschrieben dann, ja? Ja. Also nicht aufgeschrieben, gescreenshottet. Ich nehme das Goldschwert mit. Und ich brauche noch ein Schwert. Vielleicht hat ja der Creeper ein bisschen Eisen freigelegt. Falls ja, kannst du es mitbringen gerne. Ja, ich hatte Eisen. Ja, bring das mit. Okay, haben wir irgendwo noch Essen? Ja, Brot nehme ich mal mit. Problem mit Eisen ist, das gibt es auch nicht so in so richtig großen Vorkommen. Das sind immer nur so kleckerweise so kleine Blöckchen. Gucken, was ich noch brauchen könnte. Nee, das reicht eigentlich. Achso, ich nehme ein Bett mit. Achso, und ein Eimer wäre nicht schlecht. Okay, ich gehe noch mal kurz hin. Also so weit weg war das gar nicht dann, ja? Schön. Also keine Angst. Ja, vor was soll ich denn jetzt Angst haben? Nö, also ich wollte nur kurz sagen, also keine Angst auf jeden Fall. Achso, ja, weil also wir müssen heute dann ja alle dahin warteln. Das Endportal zu finden, Leute. Ja, was ist denn hier mit der Werkbank passiert? Ach, Mann. Aber wir gehen da noch nicht rein in das Endportal, weil wir können nicht rein. Nein, wir können da noch nicht. Also, ach Mann, hättest du mir das vorher gesagt, wäre ich vielleicht mitgekommen sogar. Ja, ich bin jetzt bei dem Dings, aber lass mich das mal alleine machen. Okay. Lass mich das mal alleine machen. Kümmer du dich gerne um dein Stuff, bevor du jetzt da auch stirbst. Ich hoffe nicht zu sterben. Das ist mein großes Ziel. Okay, ich versuche jetzt hier nicht in dieser Höhle zu sterben. Da hinzugehen, das war jetzt... Ich finde auch eine Sache, ich finde, dass wir Kupfer zu sehr ignorieren, finde ich. Ja, aber dann ja mit Kupfer können wir halt nicht wirklich viel machen, das ist halt das ja, Problem. Ja, aber vielleicht ist es ein schickes Baumaterial. Ja, es ist auch schick, aber... Ja, und es ist... Und wir brauchen es halt auch für nichts anderes. Weißt du, vielleicht kann man da wirklich was Hübsches bauen. I don't care. Es tut mir leid, dann ja, aber Kupfer. Ja, wenn du Kupfer abbauen willst, dann bau Kupfer ab. Habe ich kein Problem mit. Wir haben schon einen Haufen Kupfer. Ich habe gerade richtig viel Eisen. Also, was heißt richtig viel? In Eisenmaßstäben richtig viel Eisen gefunden. Oh, warte, ich wollte Wasser mitnehmen. Ja. Hat ja super geklappt, der Trick. Mega. Bist du eigentlich beim Bett oder so, dann ja? Hm? Bist du gerade beim Bett, dass wir schlafen können? Weil ich bin absolut nicht bei einem Bett. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich in der Wildnis unterwegs bin und eigentlich schlafen wollen würde. Kannst du nicht nach oben? Beim nächsten Mal bitte, wenn du irgendwo gehst, nimm dir bitte einfach ein Bett mit. Okay, dann ja, bitte. Ja, also ich kann jetzt hochgehen. Nein, lass es. Jetzt bin ich auf dem Meer. Jetzt okay. Okay. Ja, tut mir leid, vielleicht kriegst du ja einen Dreizack. Ja, ich bin jetzt nicht gut ausgerüstet. Ich will mir jetzt erstmal meine Sachen zurückholen, weil da sind auch die Enderaugen und so. Mhm. Aber ich... bin auf dem richtigen Weg eigentlich. Zum Glück habe ich mir den Screenshot gemacht. Das wäre jetzt blöd. Ja, aber das wäre jetzt wirklich... wäre auch ein bisschen atypisch für dich, wenn du jetzt keinen Screenshot davon gemacht hättest. Ja. Einfach gesagt hättest, ja, gefunden, tschüss. Aber das ist auch genau der Creeper, wie der bei mir ist, ne? Ich wollte gerade abhauen. Ja. Und genau da kam der Creeper wieder. Von hinten. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist wieder typisch. Es ist wieder typisch, Danja. Ja, das stimmt.
Das ist komplett wahr. Okay, wenn du Richtung Bett gehen kannst, wäre super dann, ja? Also jetzt doch. Ja, dann gehe ich jetzt mal in die Richtung. Ja, mach mal bitte. Ich laufe ja auch ein Stückchen. Ja, wie bin ich genau hier lang gekommen? Ich glaube da lang. Okay, jetzt, Daniel, alles gut. Jetzt wird sowieso Tag. Alles gut. Achso, okay. Sorry, tut mir leid. Aber jetzt sehe ich gerade schon die Sonne wieder aufgehen. Okay, es müsste hier sein. Also wie gesagt, so weit weg ist das dann nicht. Gott, ich weiß ja sowas von schlecht. So, ich habe den... Ich kann jetzt aber gehen zum... Ich gehe jetzt mal kurz eh in die Basis. Ja, schnapp dir dann bitte auf jeden Fall... hol dir ein Bett. Olli, es ist gut, ich bin jetzt in der Basis. So. Also ich habe 26 mal Eisen gefunden. Würde das jetzt sofort zu Eisenbarren machen. Die ganzen Bäume nerven mich, ne, ehrlich. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Was passiert denn eigentlich, wenn man verrottetes Fleisch brät? Gute Frage, Daniel, kann ich dir gar nicht sagen. Dann wird es zu einem Fastfood-Burger. Das kann sein. Ist das eigentlich richtig, dass wir so eine Massentierhaltung hier haben? Das ist die Frage, muss ich dir stellen, Daniel. Das ist überhaupt nicht richtig eigentlich, was Claudio hier veranstaltet hat. Das ist ja wirklich, die können sich ja kaum rühren. Muss man doch mal so sagen. Ja, das ist hier teilweise so chaotisch, ne? So, ich habe jetzt... Ich baue mir jetzt noch mal ein bisschen Werkzeug. Hab mir jetzt auch eine Eisenspitzhacke gemacht. Für den Fall der Fälle, dass ich irgendwas Diamantiges finde. Kann ja durchaus mal passieren. Ja, toll, ey. Ich würde halt ganz gerne ein bisschen Ruhe haben wollen, weil dann könnte ich zumindest sehen, wo ich meine Sachen verloren habe. Das kenne ich, Karl. Ich würde auch manchmal einfach gerne ein bisschen Ruhe haben wollen. Reicht das, wenn ich 5 Eisenbarren mitnehme, falls ich mir eine neue Spitzhacke machen muss? Daniel, gerade bitte nicht. Ach so, okay. Sorry, ich bin gerade ein bisschen gestresst. Okay. Ja, es würde reichen. Ich brauche 3. Okay, gut. Dann brauche ich ja nur 3, dann kann ich ja den Rest hier lassen. Okay, ich muss jetzt einmal kurz schauen. So. Oh, ich weiß halt nicht, ob ich meine Sachen wiederfinde, ey. Ist ein bisschen blöd. Ja, das weiß ich auch nicht, Karn. Dafür brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Eisen. Das ist schon gut. Ich baue mich jetzt mal bei unserer Treppe seitlich weiter. Ist auch schon wieder irgendwo unter unserer Base ist auch schon wieder irgendwo ein Zombie. Ich lasse ihn jetzt mal lieber. Wie läuft's bei dir, Kahn? Du musst es ein bisschen jetzt schon erzählen. Besser. Ja, schon besser. Ich habe jetzt. Weil ich weiß nicht, was bei dir passiert. Ich bin jetzt in dieser Höhle, wo ich eben war. Das Problem ist nur, dass ich meine Sachen gerade nicht wiederfinde. Das ist wirklich blöd. Da waren halt die ganzen Enderaugen und so. Das ist halt ein bisschen blöd. Das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd. Ja, ein Creeper kommt auch schon wieder, danke. Da kann ich auch einfach nicht in Ruhe lassen. Aber ich meine, dass das hier irgendwo sein muss. Ja, komm. Ich muss mir ein paar Fackeln machen. Bei mir passiert leider gerade noch nicht so viel Spannendes. Ich bin nur am Farmen, weil wir ganz dringend Stuff brauchen. Musst du in der nächsten Zeit irgendwo schlafen? Eigentlich nicht, nein. Okay, also muss ich jetzt nicht nochmal hoch, um mir ein Bett zu holen? Nein, nein. Hast du dir wieder kein Bett mitgenommen? Ja.
Ja, das ist natürlich typisch dann, ja, aber es ist okay. Ey, das ist überhaupt nicht gut gerade. Das ist überhaupt nicht gut, dass ich meine Sachen jetzt... Ich hätte den Screenshot reinmachen müssen. Ach, Mann. Einfach Claudius Hilfe. Hast du es noch nicht gefunden? Was willst du denn jetzt, Mann? Ich wünschte, ich wüsste, wo ich runtergefallen bin dann, ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Mann, Leute, könnt ihr mich nicht mal... Was habe ich jetzt gedrückt? Mann! Ich schwöre, dieses Spiel ist manchmal so stresspur. Was habe ich denn jetzt mit meinem... Ich schwör's dir, Daniel, ich fang gleich an zu heulen, ne? Aber warum? Warum habe ich denn jetzt mein Eisenschwert weggeworfen? Mein Eisenschwert ist auf einmal weg. Ist kaputt? Ey, ich habe gerade so... Boah, ich kann gerade nicht. Ich schwör's, ich krieg gleich zu viel, Daniel. Es ist so stressig. Ärgerlich, weil ich bin ja auch nicht dabei. Also du kannst ja nicht mal auf mich schieben, ne? Nein, ich kann's auf niemanden schieben. Mann, zisch ab! Ich hasse dich! Ich hasse euch, Schuss, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse euch. Diese Skelette, ne? Ich hasse sie über alles. Das verstehe ich. Möchtest du darüber reden? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur meine Sachen zurückfinden. Okay. Da ist mein Schwert. Warum habe ich das überhaupt weggeworfen? Wieder. Mann, ich finde meine Sachen nicht wieder. Oh Mann, Leute. Das ist blöd, weil ich dann auch einfach nicht weiß. Warum ist das blöd? Oh mein Gott, hier geht es ja steil nach unten. Das muss man mir zumachen. Gefährlich. Wo ist denn jetzt mein... Ich krieg nicht zu viel. Ich schwöre, ich krieg... Da ist es doch. Ich trau mich gar nicht, was zu sagen. Bitte? Ich trau mich gar nicht, was zu sagen. Ja, du kannst ruhig was sagen, aber nicht zu mir am besten. Ja. Aber es ist alles okay. Jetzt ist wieder... Ich finde halt meine Sachen nicht und das macht mich gerade so wütend. Sind die denn despawned vielleicht? Eigentlich nicht, nicht so schnell. Hast du sie irgendwo beim Wasser verloren? Weil dann nein, ich bin in der Höhle verloren, aber ich dachte, ich habe diese Höhle gefunden. Aber es ist nicht die Höhle. Ich bin auch gleich wieder oben, glaube ich, weil...
Es regnet, glaube ich, auch draußen. Ja, Leute, ich glaube, ich muss mir das nochmal anschauen, weil es sieht nicht gut aus. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, ich bin jetzt wieder raus. Du hast kein Bett mit, ne, Danja? Nee. Ja, toll. Ich kann aber nach oben gehen. Ja, mach das mal bitte. Es muss ja hier irgendwo sein. Ja, ich suche weiter. Es kann ja nicht wahr sein. Danja, bitte, bitte, Danja, bitte beeil dich. Ja, ich renne ja schon. Bitte denk jetzt, hab immer ein Bett dabei. Immer. Lässt mich alleine und jetzt sterbe ich hier draußen wieder. Entschuldigung. Du hast ja gesagt, das, du gehst. Das finde ich echt ein bisschen fies gerade von dir, dass du an so welche Sachen nicht denkst, wenn du weißt, dass ich eigentlich unterwegs bin. Ja, ich habe ja extra nochmal gefragt. Ja, aber ich habe dir doch gesagt, du sollst eins mitnehmen eben. Ja, aber danach habe ich dich nochmal gefragt. Da hast du gesagt, brauche ich nicht. Sonst wäre ich ja nochmal gegangen. So, ich bin jetzt beim Bett. Ich schlafe und ich gehe mal kurz auf Toilette, Kahn. Aber eigentlich bin ich jetzt hier fast bei dem Screenshot, wo ich... Warte, warte, ich glaube, ich hab's wieder gefunden, Leute. Ja, ich bin an der Stelle, wo ich hin wollte. Okay, perfekt. Perfekt, Leute. Das nehmen wir jetzt nochmal kurz mit. Sorry. Ja, verschwinde. Das muss ich jetzt nochmal mitnehmen. Ich weiß es noch gerade sehr lange. Ja, das ist die Stelle. Jetzt halt die Frage, baue ich mich hier runter? Ja, das baue ich jetzt runter. Hallo, Danja, ganz kurz. Ich bin gerade wieder in der Höhle, wo ich meine Sachen verloren habe. Ich versuche sie gerade wieder zu finden. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich muss ein bisschen schauen, ja. Da sieht es gut aus. Ja. Irgendwo hier muss es sein. Leute, irgendwo hier muss es sein. So, wir machen bei der nächsten Folge weiter. Irgendwo hier muss es sein. Ich muss es irgendwo finden, Danja. Irgendwo muss ich es finden. Okay, Leute, ich weiß, sehr lange Folge. Es tut mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, da ist dann das Endportal dann endlich da. Wir besiegen noch diesen Creeper hier. Okay, let's go. Wir müssen ein bisschen ruhiger werden. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö! Tschö!